Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Pokémon Platin. Und wo hat uns Jan rausgelassen? Bei... Ah, Gespenst, weg hier, hilf mir, Team! Oh, es war ein R. Na egal. Der Teenager Oscar gegen einen Mortapel und... Okay, gut, wir haben wieder Kira drin. Warum auch immer Jan das gemacht hat, egal. Ist ja auch nicht so wild. Funkensprung, Kira. Müsste eigentlich ganz ordentlich Schaden machen hier. Ja. Na gut, ups, jetzt Togetic ist, glaube ich, von den Werten einfach besser gewesen. Und dann hätten wir auch ein Flieg-Pokémon gehabt. Aber, naja. Was soll's. Schmerbe. Was haben wir denn eigentlich alles für Pokémon dabei? Nein, ich lasse es bei Kira. Ja, es ist ein Wasserboden-Pokémon. Biss. Von daher... Ja, Donnerattacken sind hier ziemlich unnütz. Amnesie. Spezialverteidigung steigt. Das ist mir ziemlich egal. So, tschüss. Kira erhält ein paar Erfahrungspunkte und Teenager Oscar setzt als nächstes Plaudergei ein. Na, da kann ich hier auch mithelfen. Level 21. Aber ich habe jetzt gar nicht geschaut, wo wir waren. So. Das ist sehr effektiv. Ich mag den Sound von Plaudergei. Okay, und Kira ist Level 27 geworden. Spieler besiegt Teenager Oscar. Moment, du bist gar kein Gespenst. So. Sind wir... Ach, ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ganz kurz die Karte mal anschauen. Ja, wir sind, glaube ich, im Geisterturm. Haben wir... Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Für den Geisterturm brauchen wir nämlich eine VM. Und... Nein, die haben wir nicht. Gut, Jan hat uns in den Geisterturm gesetzt, ohne dass wir die VM haben. Toll. Ovaler Stein gefunden. Super. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und, ah, hier ist schon der Ausgang. Okay. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Sie haben Schutz reingetan. Super. Hier sind Bären. Die nehme ich mit. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, bevor alles andere wieder irgendwie kaputt ist. Ich weiß nicht, ob sie hier drin schon waren. Haben wir Beleber. Bis jetzt 18 Stück. Okay, das passt. Wie viele Supertränke haben wir noch? 33, ist auch in Ordnung. Na komm. Haben wir wieder ein paar Superbälle. So. Ja, ich weiß nicht, ob sie hier schon drin waren. Hier gibt es nämlich die Pokémon-Pension. Und dort kann man dann auch Pokémon in die Pension schicken, züchten. Aber das wird ja alles nach diesem Let's Play gezeigt. Die ganze Zuchtgeschichte. Hi, ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn ich als einer Pokémon aufsuchen soll, sprich mit meiner Frau. Es wäre jetzt so lustig, wenn ich da jetzt Kira reintun würde. Alt, ich gehe falsch, da wollte ich noch gar nicht hin. Genau, da muss ich hin. Und zwar, ich glaube, ganz hinten, rechts. Ja, genau, hier muss ich rein. Und wir sind in den Tosu-Ruinen. Und hier sind eine Menge Sachen versteckt. Und ich muss auch den richtigen Weg erstmal finden. Warum geht Jan schon in den Turm rein, bevor er die VM sich holt? Ah, ein Feuerstein. Ich dachte, Jan wäre unser Platin-Profi. So. Na gut, egal. Auch den Besten können Fehler passieren. Mir wurde gesagt, dass die versteckte Maschine auflockert. Befinden sich irgendwo in diesen Ruinen. Ich suche jetzt schon eine Weile danach, aber hier sieht alles gleich aus. Ich habe mich wohl verlaufen. Oh je, und jetzt hilft mir jemand? Oh, ja. Wilde Kämpfer sind ja auch, und zwar Inkognitus. Level 27, WTF.
Na komm, das ist mir relativ egal. Ich benutze hier mal Schutz. Wo haben wir denn Schutz? Ah ja, hier. Mein Gott. So. Schauen wir mal hier runter. Ist hier noch irgendwas? Nein, ist nichts. Gut, dann gehen wir hier weiter. Oh, alte Ruinen, voller Inkognito. Es muss eine Bedeutung geben, allerdings weiß ich nicht welche. Und das macht mich zusehends unleidlicher. Eine Herausforderung von Ruinen. Ja, Kleinstein. Ah, na gut. Kira, da wirst du wohl wenig Chancen dagegen haben. Und schaue ich mir ganz kurz mein Team an. Pokémon. Oh, wir haben einen Kirlia, sehe ich gerade. Ich habe es gar nicht überhaupt nicht realisiert. Und wir haben ein... Ist es schon Bojelin? Ja, Chatty Chat Chat, WTF. Na gut, aber da Jans war es, ich nicht mehr lange da ist. Ja, es werden jetzt die waren... Meisten, vielleicht, ich weiß nicht. Viele werden sich wahrscheinlich freuen, viele nicht. Ist auch irgendwie scheißegal, ich mag mein Anton. Werde ich jetzt Chatty Chat Chat. Chatty Chat Chat, Alter. Was ist das für ein Name? So, Wasserdüse hat er gelernt. Sozusagen wie Ruckzuckhieb, nur mit Wasser. So. Prioritätsattacken sind geil. So. Chatty Chat Chat, ich komme auf den Namen nicht klar. Chatty Chat Chat, Alter. Okay, egal. So, wir können weiterhin mit Wasserdüse angreifen. Ne? Dann kriegt der schon mal ein paar Level. Und ja. Ja, okay. Bronzel. Da werde ich auf Panpyro wechseln. Ich habe jetzt keinen Bock mit einem Wasser-Pokémon gegen ein Stahl. Stahlgestein, glaube ich? Oder war es nur Stahl? Ich weiß es nicht. Tempo hier. Bam. Dann probieren wir mal Flammenrad. Wollen wir gleich sehen, ob es nur Stahl ist. Das ist sehr effektiv. Die Suche darf hier nicht enden. Und ja, Leute, das... Dieses Pokémon ist gerade so extrem laut bei mir im Ohr. Oh, ich hoffe, ich schreie hier nicht die ganze Zeit. Nicht, dass ich so... die ganze Zeit laber. Das wollte ich dann doch nicht. So, was ist hier noch? Oh, Wasserstein. Ah, Feuerstein, Wasserstein. Jetzt fehlt hier noch ein Donnerstein, oder? Ist hier noch ein Donnerstein? Ich weiß es gar nicht. So, was haben wir hier? Hier ist nichts drin. Ich schaue jetzt nur diese Felsen an. Wo geht's hier lang? Ach, Donnerstein, hey! Es fehlt noch ein Blattstein. Okay, hier ist nichts. Alter! Ist okay. Schutz wirkt nicht mehr. Na dann. Benutzen wir nochmal Schutz. Ah, hier ist VM05. Auflockern. Platina verstaut das Item. Nugget. Hirntafel? Auf der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Und genau das stand auch drauf. Platina hat Schrägrauch. Okay. Was haben wir hier eigentlich stehen? Ja, hier, eine Inkognito-Sprache. Es gibt scheinbar auch wieder dieses Alphabet dafür. Also es gibt ein Alphabet für diese Inkognito-Sprache, glaube ich. Muss mal ganz kurz was gucken. Signognitus? Man könnte es ein bisschen
entziffern, aber ich kann... Leute, übersetzt mir das mal in den Kommentaren. Was steht hier? Was steht hier? Was steht hier? Und das. Danke. So, das habe ich glaube ich noch nicht angeschaut. Da ist nichts. Und ich glaube da rechts unten war ich noch nicht. Oh, kein Blattstein für uns. Schade. So, okay, dann geht's jetzt aber zurück. Und ich glaube, das war hier richtig, oder? Nein, das war nicht. Dann war es rechts oben. Na? Ja, hier? Ja? Hier? Ja? Schutz wirkt nicht mehr. Und hier, oder? Und, wartet, Leute. Hier. 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 Das ist immer das gleiche, oder? Ja, irgendwie. Keine Ahnung. So. Na gut, dann gehen wir jetzt ins Pokémon Center. Wir haben jetzt noch gut 3 Minuten Zeit. Dann können wir noch in den Turm laufen. Und dann können wir Zoe da rausschmeißen. La 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 da 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 da. Und wenn wir dann endlich mal fliegen hätten, ne? Will ich mir dann auch mal mein erstes richtiges Pokémon fangen. Das könnte ich, hätte ich schon längst machen können, hätte ich in der letzten Folge schon machen können. Aber bin irgendwie nicht dazu gekommen. Ich habe lieber trainiert. Oh, mein Togepi! Also das ist, was ich. Das, dieses Togepi, ich habe dieses Togepi so extrem trainiert. Und dann tut das wieder in der nächsten Folge raus. Es ist... Ja, es ist Jans Pokémon, aber es ist deprimierend. Und man gibt sich echt Mühe, mit einem Togepi zu trainieren. Es ist ja wirklich nicht einfach. Aber, naja, egal. Gut, es ist Jans Entscheidung. Das nächste Mal darf er seine Pokémon trainieren. Dann trainiere ich Chris' Pokémon dafür. Okay, egal. Mein Pokémon wurde mir gestohlen. Team Galactic war das. Ich habe mir ihre Gesichter gemerkt. Ein Pokémon, Pi. Die Vorstufe von Pipi. Oh nein, Nebel. Nicht gut. So, probieren wir es mal mit Biss. Oh, ja. Nein! Oh. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Es herrscht dichter Nebel. Kira schläft tief und fest. Bitterkuss. Ja, ist schön. Jetzt ist es auch noch verwirrt. Cool, also wie es im Schlaf verwirrt werden kann, das ist auch irgendwie intelligent. Ja, schläft, Zauberblatt. Ich lasse Kira draußen. Also, ich habe die Hoffnung, dass sie es dann doch schafft. Und nicht die ganze Zeit schläft. Kira, aufwachen. So, möchtest... Kann man da jetzt noch irgendwas dazu sagen? Ach, das ist geil. Ach ja. Gut, Kira ist verwirrt. Hey! Ich könnte es natürlich einfach wechseln. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber es ist gerade so lustig. Kira ist verwirrt. Ey, sehr gut, Kira. Oh. Kira erhält ein paar Erfahrungspunkte und besiegt Raufbold Igor. Oh, gegen ein Pi hast du ganz schön lang gebraucht. So, ein Beleber. Und ich habe fast keine Zeit mehr. Ich muss noch in den Kampf rein und da Chris rauslassen. Gut, Leute. Hier werde ich Chris rauslassen mit dieser geilen Yeah-Musik.
Bam, bam, bada, bada, da. Voll, voll genial, oder? Das ist doch die perfekte Musik für so einen Western-Saloon. Zum Kämpfen. Ja. Nächste Folge geht's bei Chris aka Suishomaru weiter. Danach bei Jan aka Jesse666 und danach bei mir aka Mia. Ja, irgendwie so. Na gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.